überhaupt eine Notwendigkeit gegeben sein kann, weitere Durchbrüche hier im längsten erhaltenen Teil der Berliner Mauer zu schaffen, dann denke ich, lohnt es sich darauf hinzuweisen, dass diese Mauer es ist, die Teil unseres kollektiven Gedächtnisses ist. Es ist diese Mauer, die Teil des Gedächtnisses nicht nur unserer Stadt ist, sondern Teil des Gedächtnisses unseres Landes und des früher geteilten Europa. Und für uns ist dieses Gedächtnis grundsätzlich unteilbar. Und deswegen schauen wir nicht nach hinten. Wir wollen nicht mit dem Finger auf die Verantwortlichen zeigen, die über viele Jahre lang Planungen vorangetrieben haben, unkritisch begleitet haben, beim Denkmalschutz angefangen bis hin zu den am Ende genehmigenden Behörden, die uns heute hier ratlos stehen lassen. Nein, ich will nach vorne schauen und darüber nachdenken, wie können wir denn noch verändern? Und Veränderung ist das, was hier erwartet wird. Ich glaube, auch Veränderung ist möglich. Wir sind einer der Initiatoren hier, dass die Stadtplanung in Zukunft partizipativer mit anderen, die hier wohnen, verlaufen soll. Wir versuchen das seit vielen Jahren in der Politik Gehör zu finden, dass es bis heute so kommen muss, dass mit so viel Druck von der Straße, dass erst erlangt wird, dann soll es jetzt so sein. Ich finde es ganz gut, dass Herr Evers hier sich hingestellt hat, denn die Fronten sind ein bisschen seltsam. Vielleicht ist den meisten Leuten klar, dass seit 12 Jahren Stadtentwicklung von der SPD hier in der Stadt gemacht wird. Dies ist ein grüner Bezirk. Plötzlich steht hier oben ein CDUler. Irgendwie sind die Fronten anders, als es vielleicht die Leute aus der Vergangenheit gewöhnt sind. So ist es jetzt halt. Aber ich glaube, dass hier die Möglichkeit besteht, mit den Verantwortlichen und den Investoren in den nächsten Tagen zu reden. Weil hier eine Menge Leute sich dafür aussprechen, dass das so nicht weitergehen kann. Es gibt eine Menge Orte in Berlin, wo Investoren ihre Sachen hinstellen können. Ich glaube, dass dieser Bezirk gerade keinerlei luxuriöse Entwicklung braucht. Es gibt eine Menge leere Stellen in Berlin. Und es sollte akzeptiert werden, dass dieser Bezirk sich eine andere Beteiligung wünscht. Und wir fordern das seit vielen Jahren. Es gibt ein Denkmalschutzkonzept, was von meiner Universität, der BTU Cottbus, Leo Schmidt ist dort der Lehrstuhlinhaber für Denkmalschutz, seit vielen Jahren entworfen wurde. Das ist für die gesamte Stadt entworfen worden. Da ist die Bernauer Straße mit drin, da ist Checkpoint Charlie mit drin, da ist dieses gesamte Stück mit drin. Und uns ist nicht ganz klar, warum dieses Denkmalschutzkonzept nicht vernünftig umgesetzt wird, obwohl es seit Jahren auf allen Tischen hier liegt. Und vielleicht was ziemlich Banales Stadtbrauerechtliches. Diese Brücke, die da hinkommen soll, natürlich wäre die ziemlich praktisch. Vor über 100 Jahren haben sich die Stadtplaner eine Menge gedacht, dass da eine Brücke ist. Jetzt steht was anderes da im Weg. Und das ist wichtiger als diese Brücke. Diese Brücke muss fallen. Wenn diese Brücke kommt, kann dieses Bauwerk in der Form nicht bestehen bleiben. Das muss klar sein. Die Brücke kann nicht kommen, sonst ist dieses Bauwerk in seiner Form nicht erhaltbar. Und die Brücke, nach meiner Ansicht, ist das Einfallstor für zukünftige Investoren, die dort bauen wollen. Für mich ist ganz einfach keine Brücke, kein Einfallstor, keine Häuser dort. In diese Richtung sollten wir versuchen zu gehen. Und ich wünsche mir von unserem Finanzsenator, der ja noch nicht sehr lange Berliner ist, dass er den Geist von Berlin versteht. Und ich finde es gut, dass er auf der Schatulle sitzt, denn wir wissen, dass wir ein armes Land sind. Trotzdem gibt es verschiedene Entwicklungen in dieser Stadt, die müssen in irgendeiner Form geregelt werden. Auf der einen Seite gibt es eine Menge Bauprojekte, wie wir wissen, wo irgendwo plötzlich Geld herkommt, um eine spätere Eröffnung doch noch hinzukriegen. Und hierfür wird jetzt so rumgestritten. Das wiege ich nicht korrekterweise auf. Und wenn mich Mails erreichen aus Australien, ihr kriegt ja nicht mal hin, einen Flughafen zu eröffnen, aber innerhalb von einem Tag euer berühmtestes Bauwerk aus der jüngeren Geschichte niederzureißen. Dann frage ich mich, hallo! Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Verzichtet auf die Brücke, macht Druck, dass die Brücke nicht kommt und dass hier dieser Streifen leer bleibt, damit ein Spirit und ein Geist dieses Bezirkes auch in 20, 25 oder 30 Jahren für die zukünftigen erhalten bleibt. Ich habe meinen kleinen Sohn dabei, der ist 1,5. Ich bin Berliner. Ich würde ihm das gerne in 10, 15 Jahren erklären, was hier passiert ist. Vielen Dank. Ja, liebe Anwesende, also nach so einem beeindruckenden Protest und Widerstand kann es nicht sein und ich glaube, wird es auch nicht dazu kommen, dass es weitere Öffnungen hier in der Eastside Galerie geben wird. Aber
das sage ich auch noch mal deutlich, dafür müssen wir auch einen Weg finden. Und dieser Weg wird nicht gefunden werden können, wenn es nicht endlich auch die Unterstützung der Senatsverwaltungen gibt, die wir hier benötigen. Christian Ströble hat gerade darauf hingewiesen, im letzten Herbst haben wir nochmal versucht, diesen Bebauungsplan, der diese Bebauung vorsieht und die wir als Friedrichshain Kreuzberg nicht wollen und geerbt haben von dem damaligen Friedrichshainer Bezirksamt, dass wir dort eine Lösung finden, nicht nur, dass die Eastside-Galerie unberührt bleibt, keine weiteren Öffnungen gemacht werden, sondern dass auch dahinter nicht mehr gebaut wird. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz entscheidender Punkt, weil auch ein Gebäude hier hinter der Eastside-Galerie die Mauer degradiert und sie im Grunde von ihrem Charakter als Erinnerungsort auch klein macht und in den Charakter stiehlt. So, deswegen möchte ich erst einmal unterstützen die zentrale Forderung, die hier die Vorbereiter gemacht haben. Wir brauchen vom regierenden Bürgermeister die Koordination der verschiedenen Senatsverwaltungen, des Landesdenkmalamtes und als Bezirksamt bin ich gerne bereit, jede Lösung mit zu unterstützen. Wo war Reit, das Denkmal bleibt.